Als Rentner nach Thailand auswandern, muss ich dann noch in Deutschland Steuern zahlen oder in Thailand oder in beiden Ländern? Gute Frage. Bleibt dran. Die Lösung erfahrt ihr in diesem Video. Thailand entwickelt sich immer mehr von einem Geheimtipp zu einem bevorzugten Ziel für auswanderungswillige deutsche Rentner. Ein angenehmes Klima, traumhafte Landschaften, kilometerlange Sandstrände und eine entschleunigte Lebensweise sehen viele als Basis für eine angenehme Lebensqualität. In diesem Video erfahrt ihr, wie die wesentlichen Einkünfte von Rentnern nach dem Auswandern nach Thailand besteuert werden. Viele kennen Thailand als Urlaubsland mit wunderschönen Stränden. Was viele nicht wissen ist, Thailand ist eine Steueroase. Thailand hat es aber bisher vermieden, mit den Steuervorteilen offensiv zu werben. Wer den Wohnsitz und Lebensmittelpunkt nach Thailand verlegt hat, bei dem werden Renten grundsätzlich in Thailand besteuert. Nach thailändischem Steuerrecht unterliegen aber nur die Einkünfte der dortigen Steuer, die aus thailändischen Quellen bezogen wurden. Bei der Rente aus der deutschen Rentenversicherung verhält es sich nach dem Auswandern nach Thailand wie folgt. Gemäß dem Doppelbesteuerungsabkommen, das Deutschland mit Thailand geschlossen hat, darf Deutschland die gesetzliche Rente nicht besteuern, wenn der Wohnsitz ausschließlich in Thailand liegt. Renteneinkünfte sind in Thailand steuerpflichtig, wenn sie im gleichen Jahr, in dem die Einkünfte erzielt werden, nach Thailand überwiesen werden. Das bedeutet, wenn ihr plant, nach Thailand auszuwandern, solltet ihr so viel Geld auf der Seite haben, dass ihr ein Jahr in Thailand über die Runden kommt. Ihr lasst euch eure Rente weiterhin jeden Monat von der deutschen Rentenversicherung auf euer deutsches Konto überweisen. Wenn das Jahr vorbei ist, überweist ihr eure gesamte Rente aus dem Vorjahr in einem Betrag auf euer thailändisches Konto. Da in Thailand die Rente nur besteuert wird, wenn sie im gleichen Jahr, in dem sie erzielt wurde, nach Thailand überwiesen wird, sollte eure Rente demnach nicht in Thailand besteuert werden und auch nicht in Deutschland. Betriebsrenten und Pensionen bleiben in den meisten Fällen weiterhin in Deutschland steuerpflichtig. Beachtet hier unbedingt, dass ihr nach dem Auswandern in Deutschland nur beschränkt steuerpflichtig seid. Das bedeutet, viele steuerliche Vergünstigungen, wie zum Beispiel der Grundfreibetrag, fallen weg. Gegebenenfalls könnt ihr aber einen Antrag auf unbeschränkte Steuerpflicht stellen, dann werdet ihr steuerlich quasi so behandelt, als wärt ihr nie ausgewandert. Wenn ihr in Deutschland eine Immobilie habt, die ihr vermietet, so sind die Mieteinkünfte nach dem sogenannten Belegenheitsprinzip ebenfalls weiterhin in Deutschland steuerpflichtig. Thailand ist eins der rentnerfreundlichsten Länder der Welt mit einem angenehmen Klima, traumhaften Landschaften und sehr freundlichen Menschen. Thailand ist dank sehr niedriger Lebenshaltungskosten auch für Rentner mit einer kleinen Rente noch erschwinglich. Um den Nachteilen der beschränkten Steuerpflicht in Deutschland zu entgehen, kann es sinnvoll sein, einen Antrag auf unbeschränkte Steuerpflicht zu stellen. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video helfen. Falls ihr weitere Fragen habt, schreibt sie gerne unten in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. Das war's von mir. Tschüss, bis zum nächsten Mal.